So, Klasse, ich bin euer neuer Klassenlehrer, ich bin der Herr Grünemeier. Haben wir Kreide? Wer ist für den Tafeldienst zuständig? Ja. Na, es gibt eine 5. Warum? Was habe ich gemacht? Ja, Sie müssen Kreide hier sorgen. Tafel ist nicht gewischt. Was soll das? Frische, vernünftig unterrichten. Ja, okay, ich kümmere mich schon darum, alles gut. Ah! Wunderschönen guten Morgen! Guten Morgen! Alles gut. Herr Grünemeier, sind Sie gut hergekommen? Ja, wundervoll. Und wie schlägt sich die Klasse bisher so? Ja, sind schon ein paar Problemschüler aufgefallen. Das wird schon mit der Zeit. Alles klar, ich will Sie nicht weiter stören. Vergessen Sie nicht, die Hausaufgaben und auch die Schüler zu überprüfen, ne? So, heute... Das sind Probleme. Oh, guten Morgen, Herr Grünemeier. Tut mir leid für die Verspätung. Der Busfahrer hat Gang nicht reinbekommen. Erstmal nicht in diesem Ton. Und schauen Sie auf die Uhr, Eric. Sehen Sie das? Ja. Sie sind viel zu spät. 10 Minuten. Ja, ich kann doch nichts dafür, wenn dieser scheiß Busfahrer den Gang nicht reinbekommt. Ja, nehmen Sie einen Bus früher. Wie wär's damit? Bus früher? Dann bin ich notiere mir das jetzt. Und wenn es noch einmal passiert, werde ich Ihre Eltern kontaktieren. Oh, Herr Grünemeier, warum? Ja, so eine ganz andere Scheiße. Ich wollte noch was sagen. Wir haben heute Mathe. Ja. Sie haben, also, schauen Sie mal. Also, Sie haben mich zwar gerade angeschrien, aber eigentlich finde ich Sie ganz korrekt. Sie sind eigentlich voll nett. Es gibt eine 4, ne? Oh, danke. Habe ich nochmal überdacht. Ich habe ein paar Fehlerpunkte. Ne, war mein Fehler. Habe ich eigentlich Ihre, warten Sie, Ihre Brille? Die passt auch perfekt zu Ihrem Gesicht. Boah, sie ist, es gibt eine 3. So, ich habe noch ein paar Punkte gefunden, habe ich ein bisschen falsch geschrieben. Ja, boah, das gibt eine 3. Wundervoll. Ja? Sie dürfen uns einfach Noten hier geben, weil Sie einfach Komplimente bekommen. Wo sind wir denn hier? Steht das irgendwo in der Schulordnung drin? Ja. Da haben Sie eine 50 Grad verdient. Was? Das wieder Worte? 5 minus. Oh. 5 minus. Herr Kroll? Herr Kroll! Herr Grünemeier. Ja? Herr Grünemeier? Was habe ich denn da gerade gehört, Herr Grünemeier? Was denn? Wir haben Sie gerade die Schüler... Sibylle meldet sich! Sibylle meldet sich! Sibylle meldet sich! Ja, bitteschön. Also ich habe es hier gerade alles mitgehört und wir haben alle bessere Noten bekommen, weil Sie ihm Komplimente gemacht haben. Nein, das stimmt so nicht. Das ist gar nicht passiert. Nee. Wir haben einfach einen Dialog vorgelegt. Ich habe nur 5 Minus bekommen. Sie erfindet irgendwelche Sachen. Das stimmt alles gar nicht. Herr Grünemeier, ich habe nur 5 Minus bekommen und alle haben nur 2. Also ich bitte Sie. Ich habe Sie im Auge. Ja, ich habe Sie im Auge. Ich habe nochmal korrigiert. Ich habe ein paar Punkte gefunden. Das war alles legitim. Ich bin das stimmt gar nicht. Wir haben alle nur gesagt, dass du gut aussiehst. Entschuldigung. Herr Grünemeier, so eine Situation will ich nicht nochmal erleben. Ich werde sie im Auge behalten. Ja, machen Sie das. Wir werden sehen. Ich habe nichts gemacht. Ich gebe eine 6 für dich. So, das ist die Klingel. Sie können jetzt in die Pause gehen. Jawohl, danke. Herr Grünemeier, ich küsse dich. Jungs, habt ihr gesehen, Murat aus 6b hat Ahmed aus 5b geschlagen. Wer? Murat aus 6b, Bruder. Ey, warte mal, Bruder. Hat Ahmed geschlagen. Warte mal, was? Wie redest du mit dem Direktor? Ja, ich hab doch nur die Wahrheit gesagt. Oh mein Gott, das kann ich einfach machen. Ja, der schlägt die Leute. Zu. Hey, SpongeBob, komm her. Ich muss mit dir reden. Krank, ja. Wir machen ja gleich einen Test, Bruder. Mitten im Unterricht, du sagst, ich muss mit ihm unter 4 Augen reden. Du gehst raus, du redest mit ihm, okay? Und guck mal, wie der reagiert. Ja. Dann komm wieder in die Klasse, okay, Bruder? Okay. Wir gucken, wie der reagiert. Ja. Okay, komm. So, Klasse, wir sind jetzt im Sportunterricht. Hier habe ich mal die Utensilien aufgebaut, ne? Das ist die Ballpumpe. Da können wir den Ball dann aufpumpen. Jetzt, was haben wir hier noch? Herr Grünemeier, könnte ich vielleicht mal mit Ihnen unter 4 Augen reden? Es geht um einen Vorfall. Ja, klar, kommen Sie mal raus. Du schaffst das, Bruder. Ich glaube an dich. Ich habe draußen beobachtet, wie Sie mit anderen Leuten Faxen gemacht haben. Also, Sie wissen schon, wer Mädchen ist. Das ist eine Unterstellung, ist das? Das geht so nicht. Sie haben eine bessere Note bekommen, Sie Peach. Treiben Sie mal nicht, Mann! Ja, sagen wir mal. Ich geh jetzt wieder in die Klasse, okay? Ach du Scheiße. Ich glaub, der wurde geschlagen. Wo ist SpongeBob? Machen wir weiter. Wie spät ist es denn? Ach du Scheiße. Haben Sie sich wieder beruhigt? Auf jeden Fall, hier ist der Anschluss von der Ballpumpe. Wo ist der Ball? Der Ball. Egal, so, dann machen wir gleich noch Dehnübungen. Okay, geht's los? Ja. Okay, also zum Sportunterricht, ja? Okay. Ich habe heute meine Sachen vergessen für Sportunterricht. Was hast du? Deine Sachen vergessen? Nee, alles gut. Nein, ich habe meine Sachen dabei. Ich mach mit denen Sport. Alles gut. Ja, hätte ich auch geraten. Gut, dann gehen wir jetzt. So, meine Schüler, jetzt haben wir den Sportunterricht. Als erstes lauft euch mal 2 Runden ein. Oh. Cartman, du schaffst das, Cartman! Komm schon, Cartman, du schaffst das! Boah, John Cena geht ab! Boah, yo! Oh.
Jetzt machen wir Handball. Herr Grönemeyer, Herr Grönemeyer. Grönemeyer, können wir Fußball spielen heute? Nein, das haben Sie das letzte Mal schon gefragt. Es gibt kein Fußball. Okay, okay. Karten, du gehst ins Tor. Warum soll ich ins Tor? Warum hast du kein Tor? Was ist denn Ausrede dieses Mal? Das hatten wir schon gestern. Gleichberechtigung, jeder geht einmal ins Tor. Und du bist heute dran. Du gehst jetzt ins Tor und hörst auf zu diskutieren. Ich geh da nicht rein, nur weil ich fit bin. Deine Sportnote wird stark davon beeinflusst. Oh mein Gott. Dann könnt ihr mir mal kreuzweise die Rosette lecken. Ich geh nicht ins Tor. Ich will meine Eltern anrufen. Weil der wegen Fußball oder sowas spielen. Nein, nur stopp. Ja! Also ich hab die ganze Zeit jetzt hier zugeschaut. Hör mal, sind Sie komplett bekloppt im Kopf? Was ist denn los mit Ihnen? Können Sie denn hier mit einem Schüler umgehen? Nur weil er übergewichtig ist. Hör mal, sind Sie komplett bekloppt? Nein, das hat doch gar nichts mit dem Gewicht zu tun. Was soll das nur denn? Nur weil Sie jetzt hier übergewichtig sind, schauen Sie sich doch mal erstmal selber an, ey. Schauen Sie sich doch mal Ihre Bangen an. Hör mal, seien Sie ruhig. Seien Sie ruhig, ich sag Ihnen das. Hör mal, gehen Sie nach Istanbul und holen Sie sich eine Haartransplantation ab, ey. Was ist denn los mit Ihnen? Herr Kohl, was soll das lesen mit mir? Reden Sie mal 5 Ton. 5 Euro auf den Vetter. Mal reden Sie mit mir. Körper stehen, brauchen Sie nicht mit mir so zu reden. Das ist eine wundervolle Figur, das ist schlank. Die Frauen stehen da drauf. Das ist schlank? Oha, oha. Boah, nein, boah. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sie kleine Kakerlake, hier kriegen Sie es. Oh mein Gott. Herr Kohl. Sie brauchen sich hier nicht mehr wieder blicken. Meine Fresse, ne. Nicht so schnell. Das muss demokratisch abgestimmt werden, wer Lehrer bleibt. Wer Lehrer bleibt? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Hör mal, nein, ich werde Sie aus der Schule rauskommen. Ich werde Ihren Platz einnehmen. Fertig. Abstimmen? Ja, na gut. Jungs, kommt mit. Wenn wir jetzt zu Herr Kroll gehen, dann kriegen wir halt immer die gleichen Noten, ob wir gut sind oder schlecht. Aber Bruder, bei dem, wir können einfach sagen, der sieht gut aus. Wir kriegen eine 2, Bruder. Aber das ist halt ein Arsch. Der sieht richtig. Was sagt ihr? Also, das ist was nicht so ein Arsch. Der hat mich auch ab und angeschrien, weil ich keine Fakten habe. Das hat mir gefallen. Wenn ich sollte ich ins Tor gehen. Ich gehe zu Herr Kroll. Okay, geht. Macht. Los. Geht zu ihm. Er hat mich geschlagen und das hat mir geil gemacht. Okay, 4 da und... 4 da. Ich entscheide, wer der Lehrer bleibt. Bei 10.000 Likes werde ich zu ihm. Spaß. Herr Ries, Sie wissen doch, was Sie hier uns alle getan haben. Sie wissen doch, ich habe Sie immer beschützt. Kommen Sie her, kommen Sie zu uns. Machen Sie mir nicht das Leben schwer. Ich habe Ihnen doch immer eine gute Note gegeben. Vertrauen Sie mir, Aziz, wir bekommen ein Einfeld. Aziz, komm, das ist die richtige Entscheidung. Fick dich. Hiermit kriegen Sie von mir höchstpersönlich Ihre Kündigung. Oh! Verlassen Sie jetzt das Schulgebäude. Los, sofort. Das wird ein Abspiel haben. Das werden wir dann sehen. Sofort, los, raus mit Ihnen. Herr Kroll, ich hasse dieses Museum. Bitte lass uns gehen. Hören Sie jetzt bitte den lieben Mann zu. Hallo, liebe Kinder. Ich zeige euch jetzt ein paar sehr, sehr interessante Bilder. Und ja, komm mal mit, komm mal mit. SpongeBob hat gar keinen Bock mehr. Also hier in diesem Bild, was sehen Sie da? Was sehen Sie? Ich sehe Geld, Geld. Geld ist da. Genau. Sie sehen eine Menge Geld, das Sie wahrscheinlich nie im Leben erreichen werden, diese Summe. Aufschreiben für die Arbeit, Kinder. Bangkok hat da über 50 Jahre dran gemalt. Und es ist für ihn eine Beleidigung, ein Foto von ihm zu machen. Also, was zum... Oh mein Gott! Oh mein Gott. Sie sind selber schuld, Sie waren korrupt. Nein, das haben Sie so eingebildet. Bitte, Herr Grönemeyer, beruhigen Sie sich. Nein, lass sie in Ruhe. Oh mein Gott. Lass sie schmeißen. Die waren von 1800 von meiner Großmutter. Die waren 1765 von meinem Großvater. Oh mein Gott. Ich gebe Ihnen alles. Wir sind tot. Was für mein Tod. Ich bin auch ein Menschen wie alle anderen. Schießen Sie bitte nicht, die Wand war teuer. Das ist nichts wert. Hier ist überall eine Kamera. Herr Grönemeyer. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nein! Herr Kroll! Herr Kroll! Los, alle raus! Wir müssen hier raus! Hilfe! Oh Gott sei Dank! Hey! Da drin ist ein Verrückter! Da drin ist er! Alles klar, ich weiß die Information zu schätzen. Ja. Begeben Sie sich in Sicherheit. Okay, okay. Da ist er! Da ist er! Runter! Seht ihr alle? Leg dich hin! Scheiße! Oh mein Gott! Wo? Oh, wer sind Sie? Was ist hier los? Wunderschönen guten Abend erstmal. Wir sind von der Special Troop CGA. Und ja, wir haben das hier erstmal unter Kontrolle gestellt. Die Person wurde so verhaftet. Sie hatte schon früher viele, viele Vergangenheiten und ist auch eine Person, die im Darknet viele Identitäten geklaut hat und gefaked hat. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns und vergessen Sie nicht, Sie bleiben in unserer Stadt immer sicher. Danke. Dann tschüss.
Heilige Scheiße, Mann. Ich muss ins Auto. Oh! Boop 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 bo